Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in der Hauptstory gerade und in Kalthafen und wir sollen in die Gießerei vorrücken. Habt ihr das gehört? Was? Das klang wie... Nein, das kann nicht sein. Was denn? Seegras. Fischleim. Und einmal nischt. Was ist hier los, Kind? Konnte man den nicht auch plündern hier? Ah ne, das waren damals im Tutorial dann die in den Käfig waren, ne? Sieht grauselig aus hier. Schauen wir uns erst um. Ich glaube, hier ist ja nix. Nix zum Looten, nix. Okay, Lyris. Sei, was ist mit euch geschehen? Was haben sie euch angetan? Lyris! Lyris! Ich kann euch sehen! Seid ihr wirklich da? Sei, ich bin es. Wir sehen eine Art Traumbild von euch. Wisst ihr, wo ihr seid? Ich weiß es nicht. Sie foltern mich. Sie wollen das Amulett der Könige. Wollen, dass ich ihnen das Versteck verrate. Aber ich habe es nicht getan. Noch nicht. Sei, ihr müsst durchhalten. Wir werden euch finden. Dafür werde ich sorgen. Wir werden euch finden. Irgendwie holen wir euch da raus. Sei? Sei! Er ist weg. Nein! Doch. Bringt ihn zurück, ihr Bastarde! Also. Lyris. Das war kein Trick. Das war Sai Sahan. Kommt ihr wieder in Ordnung? Sai ist ein Freund. Vielleicht mein bester Freund. Wir müssen ihn suchen und da herausholen. Es muss einen Weg geben, um herauszufinden, wo sie ihn festhalten. Wir müssen dem Propheten hiervon erzählen. Er wird wissen, was zu tun ist. Aber erst müssen wir einen Weg hier rausfinden. Es kümmert mich nicht, was sie uns sonst noch entgegenwerfen. Nichts wird mich daran hindern, Zeit zu helfen. Dann pronto. Wo lang? Hier? Was ist mit der Türe da? Warum ist die da? Ein Mysterium. Okay, das sieht mir nach Aua aus. In der Urne ist Asche, wer mag's glauben? Es ist so. Kann man die Kit. Was? Haben wir jetzt. Die Urne hat mal gelootet, ne? Und da sind wir gekommen. Wir müssen da lang und. Agonisches Gestell. Was? Freunde? Was ist hier los? Schon gelootet hier. Was soll denn das?
Weiter geht's. Etwas stimmt hier nicht. Die ganzen Zweifel, die Angst, die Einsamkeit. Es kommt alles zurück. Ich muss es bekämpfen. Gehen wir. Ich hoffe, der Kollege hier bleibt als Steinfigur da stehen und überlegt sich halt jetzt nicht mehr anders. Der ist nämlich arschgroß. Kriegt der Explorer Angst. Stenda, verteidige uns. Dieses Ding. Das ist die Quelle all meiner Ängste. Ich kann hören, wie es mir zuflüstert. Mich verhöhnt. Manifestation des Schreckens. Mal weg. Nein. Okay, der resettet immer wieder. Dann auf hier. Der Sonne. Keine Ausdauer mehr. Ja, dann Auto-Hit ab, K. Wir haben es geschafft. Die Stimme, das Flüstern. Es ist weg. Gut. Die ganze Zeit war es, als ob ich mich aus der Ferne betrachtet hätte. Ich fühlte mich ab. Nur die Tische. Aber jetzt fühle ich mich so gut wie seit Jahren. Ja, Kinder, ist keine Kiste versteckt hier. Mann, langweilig. Schauen uns noch ein bisschen um. Ist nix. Drüben vielleicht. So aus. Ja, nicht. Ups, das war. Nö. Dann gehen wir wieder rüber. Aber cool gemacht, ne? Sieht schon sehr beeindruckend aus, muss man ja sagen. Und denn so noch irgendwelche Behältnisse zum Looten? Kürbispüree. Ansatz oder. Nö. Gut, dann. Ach, hier oben müssen wir. Kram. Asche. Dekorwachs. Dietrich. Leer. Dietrich. Die Zuflucht. Größere Heime können allgemein mehr Gegenstände und Sammlerstücke aufnehmen. Es gibt mehrere einzigartige Heime. Ja, das wissen wir ja. Kind, geht es euch gut?
Ja, Prophet, mir geht es gut. Der Entseelte hat meinen Verstand von der Kontrolle des Daedra befreit. Den Göttlichen sei Dank. Euer Verlust hätte alles ins Chaos gestürzt. Sie werden mich nicht noch einmal holen. Zumindest nicht lebend. Prophet, Mani Marco hat Saisahan gefangen genommen. Er foltert ihn, um herauszufinden, wo das Amulett der Könige versteckt ist. Wir müssen ihn retten. Ihr habt Lyris zurückgebracht. Und dann auch noch fast in einem Stück, soweit ich das sehen kann. Und sie hat viel durchgemacht. Und sie wird Zeit brauchen, um sich zu erholen. Man verlässt einen solchen Ort nicht ohne Narben. Okay, dann machen wir eins nach dem anderen. Wir haben eine Projektion Abnurtans gesehen. Er hat versucht, Lyris zu helfen. Hat er das? Ich dachte, er hätte sich fest mit Mani Marco und dessen Wurmkult verbündet. Höchst sonderbar. Saisahan sagte, dass Mani Marco das Amulett der Könige will. Warum? Wie ihr in meinen Visionen gesehen habt, hat der Missbrauch des Amuletts ein Loch in die Barriere gerissen, die Tamriel vor dem Reich des Vergessens schützt. Dieser Schaden muss behoben werden, und das Amulett ist der Schlüssel dazu. Doch um das Amulett zu finden, müssen wir erst Saisahan ausfindig machen. Wie kann ich helfen? Fürs Erste müsst ihr mich meiner Meditation überlassen. Ich muss mich darauf konzentrieren, Saisahan ausfindig zu machen. Bis dahin gebt euch dem Unwissbaren hin. Die Wassertropfen erkennen einander nicht als Fluss, und doch fließt der Fluss weiter. Noch eine letzte Sache. Warum hat Molag Bal Lyris überhaupt eine Fluchtmöglichkeit gelassen? Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines daedrischen Fürsten durchschauen? Ich brauche später eure Hilfe, wenn die rechte Zeit dafür gekommen ist. Gehabt euch wohl, Entseelter. Dankeschön. Sicher gelohnt. So, dann gehen wir erstmal raus. Oh, nicht hier. Ja, ich habe ja vorher noch umzuskillen. Wir müssen noch einen Rassenwechsel machen. 3000 Kronen kostet der Spaß. Die haben wir ja eigentlich durch das Abo. Ich würde aber gerne mal eben gucken, was ist denn, wenn wir uns 3000 Kronen so kaufen? Geht das nicht, oder? Kronen kaufen, das geht nur über die Webseite jetzt, ne? Wenn ich da drauf klicke. Kann das sein? Meint schon. Naja, mach ich nicht, dann spackt mein Aufnahmeprogramm wieder rum, dann mache ich das nach der Aufnahme. Glenubra. So, jetzt sind wir eigentlich durch, wenn jetzt nicht direkt eine Folgequest kommt von dem guten Propheten. Wir müssen nach Cyrodiil, wir müssten eigentlich eine Quest abgeben. Wir haben jetzt gerade so viel halbe Dinger, nichts Ganzes, weißt du, überall da mal kleckerweise eine Quest abgeben, da mal eine abgeben. Oh. Man in Black. So, dann können wir die Markierung hier eigentlich mal wegnehmen. Was haben wir denn überhaupt hier noch? Wir haben Alchemietisch. Wir könnten uns nach Vegesruh porten und da mal eben mit Sieht alle Farben reden. Ist auch ein Name, ne? Sieht alle Farben. Was? Ich habe nichts gesagt, Entschuldigung. Mann, Spiel. Okay, da wird der Standard doch schon wieder. Ah, da seid ihr ja in Seelta. Kommt zur Zuflucht. Wir müssen reden. Wollt ihr nicht meditieren und so? Na gut, dann gucken wir mal, was als nächstes kommt. Das können wir eigentlich jetzt ruhig machen, weil das haben wir in der letzten Zeit sehr vernachlässigt. Beziehungsweise wir waren nur ganz am Anfang einmal in der Zuflucht und dann nachher nicht mehr. Das ja auch die Hauptcrash, ne? Sprecht mit dem Propheten. Schön hat das hier, gefällt mir irgendwie. Sehr mystisch.
Aber sonst geht's gut, ja? Was ist los? Gut, gut. Ihr seid in Sicherheit. Das Glück hat uns noch nicht ganz verlassen. Stimmt etwas nicht? Trotz der vielen Tage der Meditation und des Hellsehens entzieht sich mir Sai-Sahans Aufenthaltsort noch immer. Die Projektion, die ihr in der Gießerei des Leids erlebt habt, zeigte ihn in großer Gefahr. Wenn wir ihn finden wollen, werde ich eure Hilfe brauchen, Entseelter. Wie kann ich euch helfen? Sai mag vor meinem Blick verborgen bleiben. Doch Lyris bringt die Nachricht, dass ein Handlanger des Feindes in Dolchsturz lauert. Den Leuten liegt Furcht auf der Seele. Die Finsternis wandelt unter ihnen. Selbst ein Blinder merkt es. Es ist das Werk Mani Markus. Wie kann uns das helfen? Wenn es wirklich ein Scherge von Mani Markus Wurmkult ist, könnte uns das einen Hinweis liefern, der unsere Suche beschleunigt. Sucht diesen Agenten auf. Aber seid auf der Hut. Der Wurmkult ist ein Kult der Nekromantie und die Untoten sind furchteinflößende Gegner. Und wie soll ich diesen Schergen denn finden? Geht nach Dolchsturz. Sprecht mit der alten Magd Maxell und Husnia der Söldnerin. Von ihren Lippen hörte Lyris zum ersten Mal davon, dass Unheil in den Schatten lauert. Findet diesen Schergen des Bösen. Kehrt mit dem persönlichen Besitz zurück, den er bei sich trägt. Ich werde etwas finden und dann zurückkehren. Gut, abgeschlossen. Dolchsturz, also wieder raus jetzt. Düpp, 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 düpp. Macht auf die Tür, die Tor macht weit. So, die Quest jetzt mal markieren wäre aber ein bisschen angebracht, ne? Nach dem Ladebildschirm. Was sagt er denn? Tagebuch, Hauptgeschichte, auf Schattenjagd. Auf Karte zeigen. Okay. Gut. Dann wissen wir Bescheid. Aber Kinder, das machen wir erst in der nächsten Folge. Wir sind jetzt bei knapp 18 Minuten. Machen wir heute ein bisschen früher Schluss. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen. Wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.